Hi meine Lieben und ganz, ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal für ein neues Video. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Falls ihr neu hier seid, herzlich willkommen. Schön, dass ihr hergefunden habt. Heute möchte ich euch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, wie ihr Zeit sparen könnt bei eurem Make-up, eurem Styling generell, wenn es denn mal schnell gehen muss. Es handelt sich hier nicht um ein 5 Minuten oder 10 Minuten Make-up, darum geht es nicht. Ich persönlich bin einfach tatsächlich, wenn es um mich geht, dieser ganz oder gar nicht Mensch. Also entweder schmink mich richtig oder ich schmink mich gar nicht. Also ich, dieses Mittelding, dieses Zwischending mit so ein bisschen hier, ein bisschen da, schnell, 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 ist einfach persönlich nicht so mein Ding. Da gehe ich lieber ungeschminkt. Ich weiß, dass es für ganz, ganz viele von euch bestimmt anders ist und dass ihr gerne euch auch sehr minimal schminkt. Und ich habe solche Videos auch schon gemacht und ich glaube, die sind auch sehr, sehr hilfreich. Allerdings für mich, wenn es um mich geht, mache ich, wie gesagt, entweder das eine oder das andere. Also ich habe auch kein Problem damit, ungeschminkt rumzulaufen, wirklich gar nicht. Also wenn ich sage, ich schminke mich richtig, meine ich damit alles, was mir wichtig ist. Das heißt nicht, es muss kein super krasses Augen-Make-up sein oder mega Contouring und was weiß ich. Mir geht es nur darum, dass ich die Sachen mache, die für mich essentiell sind. Und das ist das, was ihr hier seht. Und für die Tage, wo es für mich wirklich schnell gehen muss, habe ich aber so ein paar Tricks, die ich anwende, um einfach Zeit zu sparen und trotzdem einen guten Effekt hinzubekommen. Und die möchte ich mit euch teilen. Außerdem möchte ich zeigen, wie ihr diese Wellen hier super schnell in die Haare machen könnt mit dem neuen GHD Max Styler. Mega Teil wirklich. Geht super schnell damit. Auch das möchte ich euch in diesem Video zeigen. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und los geht's. So, mein erster Tipp für euch ist, wie ihr wirklich viel Zeit sparen könnt beim Hairstyling. Es ist so oft bei mir, dass ich mich schminke und dann so, oh, ich muss noch Haare machen. Und dann so, Mist, das dauert wieder so lange. Scheiße, Locken eindrehen und was weiß ich. Und noch kurz hier anfühlen und oh. Ist für mich eine der aufwendigsten Sachen zeitlich gesehen. Deswegen möchte ich euch hier ein Tool zeigen, mit dem Hairstyling super schnell geht. Und zwar der neue GHD Max Styler. Dieses Video ist in Kooperation mit GHD. Ich habe diesen Styler bekommen und ich finde ihn so, so gut. Und mit diesem Styler geht einfach alles so, so viel schneller, weil er die großen Platten hat, wie ihr hier sehen könnt. Der heizt sich auf 185 Grad auf, weil es die schonendste Art und Weise ist, das Haar mit Hitze zu behandeln. Alles, was drüber geht und vor allem über 200 Grad geht, ist halt wirklich schädlich für die Haare. Außerdem sind das hier High-Gloss beschichtete Platten, also der gleitet wirklich nur so durch die Haare, man merkt es einfach gar nicht. Und man kriegt bis zu 80% mehr Glanz in die Haare. Und ich zeige euch jetzt tatsächlich, wie man Wellen damit macht, wie man diese schönen, großen, voluminösen Wellen macht, die so ein bisschen aussehen, als wären die Haare geföhnt. Ich finde das so, so schön. Und das Glätten, wie gesagt, geht damit auch super einfach und schnell. Man hat wunderschön glänzende Haare und wir legen los. Los geht's mit GHD Bodyguard. Ich will natürlich trotzdem ein Heat Protecting Spray in meinen Haaren haben. Oh, die Sachen riechen auch so geil von GHD. Ich hatte schon mehrere von den Haarstyling-Produkten und der Geruch ist... Ich zeige euch das Ganze jetzt einmal an einer Seite, mache die andere Seite dann off-camera, damit ihr sehen könnt, wie schnell das geht. Ich teile einfach hier einen Teil meiner Haare ab. So, los geht's. Ich nehme meine Strähne. Hier habe ich relativ viel Haar tatsächlich. Mehr, als ich bei einem normalen Glätteisen nehmen würde. Und ein Tipp für euch, damit ihr keine Knicke in die Haare bekommt, legt die Strähne einmal unten auf der unteren Platte ab, sozusagen. Und dann erst mit der Drehbewegung, die ich euch gleich zeige, macht ihr das Glätteisen zu. Also nicht direkt zuschnappen und dann drehen, sondern erstmal leicht ablegen, dann zu und währenddessen einmal drehen Richtung Kopf und dann langsam in der gleichmäßigen Bewegung das Haar nach unten ziehen. Und schon habt ihr eine wunderschöne, blub, große Welle. Die Welle könnt ihr dann nochmal so ein kleines bisschen nachdrehen, einfach mit dem Finger und zur Seite legen. Und wieder Strähne auflegen, einmal halbe Drehung Richtung Kopf und nach unten ziehen. Also es ist wirklich super, super simpel. Zack, große Welle. Und ihr seht, es geht wirklich, wirklich schnell. Ich habe übrigens Tape-Extensions, nicht, dass ihr euch wundert. Falls ihr das noch nicht wisst, schon seit Jahren, die Leute, die mich kennen, schon lange gucken, wissen Bescheid. Natürlich, je weiter oben ihr ansetzt mit dem Glätter, umso weiter oben beginnt natürlich auch eure Welle. Ne? Also da kriegt ihr dann den Schwung auch nah der Kopfhaut hin, wenn ihr das denn möchtet. Ihr könnt natürlich auch weiter unten anfangen, dann habt ihr das halt mehr in den Enden. Aber ich finde es halt immer schön, gerade beim Deckhaar, diesen Bounce dann auch oben zu haben. Wow, wow, wow! Ich liebe das. So,
So, das Ganze lasse ich jetzt auskühlen und fixiere es schon mal ein kleines bisschen mit Haarspray. Ah ja, das Haarspray ist das Perfect Ending Spray, auch von GHD. Also ihr habt gesehen, es geht wirklich schnell. Wenn man es nicht zeigen und erklären muss, geht es natürlich noch viel, viel schneller. Also für euch nochmal zur Info. Und ich mache jetzt die andere Seite und dann legen wir los mit Make-up. Wie ihr vielleicht auch auf meinen Posts bei Instagram gesehen habt, trage ich meine Haare auch sehr oft glatt im Moment tatsächlich. Also ich liebe diese beiden Sachen und dafür ist der Styler auch so, so gut, weil man so schnell die Haare damit glätten kann. Unglaublich. Und sie sind so schön glänzend danach. Also es ist echt ein richtig cooles Tool, um Zeit zu sparen und einfach super Qualität GHD. Ich habe nichts anderes erwartet und kann es sehr, sehr, sehr empfehlen. So, wir kommen zum Make-up. Was ich sehr, sehr gerne mache, ist, was natürlich ist, aufzutragen, eine Foundation eher leicht an den Stellen, wo ich nicht so viel brauche und dann eventuell nochmal mit Concealer reingehe an den Stellen, wo ich ein bisschen mehr Deckkraft brauche. Deckkraft. Und tatsächlich, ich mag das sehr, sehr gerne, aber es ist einfach zeitaufwendig, mit zwei verschiedenen Produkten reinzugehen, es an bestimmten Stellen aufzubauen und an anderen eher weniger. Und deswegen, wenn ich wirklich Zeit sparen will, haue ich einfach die perfekte Base drauf, sodass alles flawless aussieht. Eine Foundation, die das für mich absolut macht und die so gut deckt, die mattierend ist, die sehr samtig auf der Haut aussieht, ist die NARS Soft Matte Complete Foundation. Ich habe die Farbe Medium 1 Punjab und da gehe ich einmal drauf, drauf und es ist alles abgedeckt, alles sieht perfektioniert aus und ich muss mir einfach keine Gedanken machen und es geht zack, zack, schnell fertig. Da die Foundation aber sehr mattierend ist, mache ich noch einen Glow Primer drunter, einfach um meiner Haut noch ein bisschen mehr Feuchtigkeit zu geben und hier nehme ich von Urban Decay den All Nighter Ultra Glow Face Primer. Die zwei in Kombination, so sieht der Primer aus, wie ein Gel quasi und der gibt richtig schön Feuchtigkeit. Der Primer hat dieses tacky Feeling, also Make-up hält darauf halt super, super gut, aber gibt halt wirklich schön Glow und Feuchtigkeit. Ich werde auch sehr bald über den Hydrator sprechen, diese neue Foundation von Urban Decay, in einem der nächsten Videos, also seid gespannt. Ich habe das natürlich nicht vergessen. Und dann trage ich die Foundation einfach mit meinem Beauty Blender auf. Geht auch super schnell. Und mache meine Haut schon ebenmäßig. Nächster Tipp, ganz oft, wenn ich Zeit sparen will, verzichte ich komplett auf Lidschatten. Ich nehme meistens einfach meinen Bronzer, den ich auch fürs Gesicht verwendet habe. Das hier ist der Nabla Skin Bronzing Sunkist Effect Bronzing Powder in Dune. Liebe ich, hat so einen leichten Sheen. Und ich nehme den gleichen Pinsel, den ich auch fürs Gesicht nehme und gehe damit einfach sehr grob, sage ich mal, über meine Augenlider. Einfach für so ein kleines bisschen Definition. Weil was tatsächlich viel mehr Effekt für die Definition der Augen hat, als jetzt ein riesen Lidschatten-Look. Also ich sag mal, da muss man ja schon wirklich einiges machen, Farben ineinander verblenden, aufbauen, schattieren etc., damit das Auge wirklich gut rauskommt. Aber was halt immer ganz schnell Abhilfe schafft und ganz schnell einfach viel Wirkung hat, ist Eyeliner, beziehungsweise einfach den Wimpernkranz zu definieren, wirklich die Wimpern sehr, sehr schön fluffig zu machen. Das tatsächlich macht sehr, sehr viel mehr aus. Und da zeige ich euch auch gleich noch zwei coole Tricks. So, hier habe ich wieder die Stempeltechnik für euch, weil die halt einfach super effektiv und schnell ist. Ich nehme einen Eyeliner, das hier ist von It Cosmetics, der Superhero No Tuck Gel Eyeliner in Brilliant Brown und einen abgeschrägten Pinsel und damit stempel ich jetzt in meine Wimpern rein. Es geht so schnell und gibt einfach eine richtig schöne Wimpernverdichtung. Ihr könnt natürlich auch einen schwarzen Eyeliner und einen dunkelbraunen Eyeliner nehmen, da seid ihr ganz frei. Und damit drücke ich einfach den Pinsel in meine Wimpern rein. So kriegt man wirklich super schnell Wimpernverdichtung und eine relativ präzise Linie hin, ohne dass man eine Linie ziehen muss. Das ist ja mal das, wo es schnell mal schief geht. Dann hat man vielleicht noch einen Flüssig-Eyeliner, dann wird er an der einen Stelle zu dick und dann geht man wieder drüber. Und das ist immer so ein Big Deal irgendwie, aber das ist halt so eine super schnelle Variante für ein bisschen Definition, was echt was ausmacht, aber was halt super schnell geht. Diesen Trick habe ich euch schon mal gezeigt, aber ich finde ihn immer noch sehr, sehr gut. Und zwar nehme ich meinen Nude Sticks Concealer, der ist relativ leicht. Und ziehe hier nochmal quasi eine Linie von dem Außenwinkel des Auges bis hoch zum Haaransatz. Und das liftet einfach das Auge nochmal sehr, sehr schön. Und man tut quasi was für die Form des Auges, ohne schattieren zu müssen und ohne viel mit Lidschatten arbeiten zu müssen. Und trotzdem hat man einen formenden Effekt. Zack, zack, Augen-Make-up. So, mein nächster Tipp, um Zeit zu sparen, ist, lass Highlighter weg und nimm lieber einen Blush, der so ein kleines bisschen Glow mit drin hat, der sowieso ein wirklich schönes, eher subtiles Highlight auf die Wange zaubert. Ich finde das auch sehr, sehr viel schöner, ich persönlich, als diese
Highlighterstreifen, die kann ich leider gar nicht leiden. Und es gibt natürlich tausend Möglichkeiten und ganz, ganz viele Formulierungen von Blushes heutzutage, die sich dafür eignen. Zum Beispiel von Bare Minerals, die Bounce and Blur Blushes. Die sind so cool von der Textur, die sind richtig mousig. Und ihr seht, die haben diesen Sheen mit drin, die haben Farbe und Sheen. Und deswegen braucht man, finde ich, einfach nur die. Man braucht gar kein extra Highlight und hat wieder einen Schritt gespart. Außerdem hier von Maybelline, der Cheek Heat ist dafür super schön. Auch die Glowplay Blushes von MAC, das ist Blush Please. Auch der ist super geeignet, also da gibt es tausend Varianten. Ja, es gibt natürlich so viele Varianten, dass ich mich jetzt nicht entscheiden kann. Mist. Da habe ich den von Maybelline. Ist übrigens die Farbe 20 Rose Flash. Und der kommt super peachy raus und überhaupt nicht so pink, wie er hier aussieht. Just so you know. Und ich trage den einfach mit meinem Beauty Blender auf. Und ihr seht schon beim Auftragen den Glow. Trotzdem ist es nicht zu extrem, also einen Blush-Topper würde ich dafür jetzt auch nicht empfehlen, weil dann die ganze Wange glänzt, das will man halt auch nicht. Also es ist einfach nicht schmeichelnd, aber so ein Produkt dafür ist perfekt, wirklich. Sehr schön. So, mein letzter Tipp ist für die Lippen und am schnellsten geht es natürlich immer, einen Gloss oder einfach einen Lipbalm zu verwenden. Ich finde allerdings, da ist immer das Problem, das hält einfach nicht lange. Man muss es oft wieder auftragen und bei mir ist es ganz oft so, wenn es dann weg ist, dann sieht es aus, als hätte ich nie irgendwas auf den Lippen gehabt und das mag ich einfach nicht so. Und deswegen würde ich euch empfehlen, eine schnelle Variante und zwar von NARS, den Soft Matte Tinted Lip Balm in Unrestricted, oder? Ja. Und das ist ein Lip Balm, der Farbe hat und einfach matt ist und sich trotzdem sehr, sehr pflegend und schön anfühlt. Der hat einfach ein bisschen Power und hält sehr, sehr gut und ist aber auch trotzdem super schnell aufzutragen. Ich finde, durch die Textur hat er diesen soften Blurred Look fast schon so ein kleines bisschen. Also der muss halt einfach nicht präzise sein an den Lippenkonturen. Also ich habe das mal eine Zeit lang gemacht, immer mit einem Pencil Brush einfach nochmal den Lip Liner so ein kleines bisschen ausgeblendet, dass es so eine ganz softe Kontur hat. Und das kann man mit dem halt einfach so machen. Und deswegen ist er so schnell aufgetragen. Er hat halt viel mehr Farbe, ist sehr viel unkomplizierter als ein normaler Lippenstift, wo man, finde ich, immer so ein bisschen nacharbeiten muss. Also da hat man so oft dann eben diese präzise Lippenkontur und muss es dann reinarbeiten oder einen Lipliner verwenden. Und bei dem muss man das halt nicht. Ich finde, es ist so perfekt und so. So würde ich direkt losgehen. So, meine Lieben, das ist der fertige Look. So sehen die Haare mittlerweile aus. Ich werde sie nicht mehr auskämmen. Ich werde sie einfach so lassen, weil ich sie sehr, sehr schön finde. So. Und wie gesagt, werden sie sich auch im Laufe des Tages nochmal ein kleines bisschen aushängen. Ich hoffe sehr, dieses Video hat euch gefallen und vor allem weitergeholfen, ein bisschen inspiriert und ein paar neue Sachen gezeigt, die ihr vielleicht noch nicht kanntet. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Gebt dem Video gerne einen dicken, fetten Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und alle Produkte findet ihr unten in der Infobox verlinkt. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Tschüssi.